Also, wir haben ja in den Pausen immer wieder Diskussionen. Und Sie meinen jetzt, es ist zu verallgemeinernd. Sonst würden Sie auch sehen, dass es gefährliche Bestandteile im Islam gibt. Dass es im Koran gefährliche Verse gibt, die ausgeführt werden, was man beobachten kann. Wieso? Das steht drin und es wird ausgeführt. So, und solange wir Menschen haben, die sich Sprengstoffgürtel umbinden und sich irgendwo in die Luft sprengen, inmitten von Andersgläubigen, in Kirchen oder sonst wo, haben wir ein Problem. Und jetzt frage ich euch mal, wie kommen Menschen dazu, sich selber in die Luft zu sprengen? Das würde normalerweise kein Mensch machen. Jeder Mensch möchte doch leben. Ja? Warum sprengen die sich in die Luft? Wissen Sie warum? Weil im Islam derjenige, der im Dschihad getötet wird, das Paradies direkt auf direktem Wege bekommt mit 72 Jungfrauen. Das ist keine Auslegungssache, das ist genau so befohlen. Warum machen das so viele Moslems? Ja? Also wir haben, es vergeht keine Woche, wo nicht irgendwo auf diesem Planeten sich ein Moslem irgendwo in die Luft sprengt. Im Kampf, im Dschihad gegen andere. Dazu muss die ideologische Grundlage beseitigt werden. Dieser Befehl des Korans, Sure 9, Vers 111. Allah hat von den Gläubigen ihr Leben und ihr Gut für das Paradies erkauft. Sie kämpfen für Allahs Sache, sie töten und werden getötet. Genau diesen Koranvers haben die Terroristen vom 11. September in ihre Hinterlassenschaften zur Begründung ihres Mordens vom 11. September. Sie haben vorhin gesagt, das könnte doch auch ein Inside-Job gewesen sein in New York. Es war ein islamischer Terroranschlag des politischen Islams. Die haben auch das Datum 11. September, 9/11, genau nach diesem Vers ausgerichtet. Das ist der Schlüsselvers für den Terror vom 11. September. Genau dieser Befehl. Und er sagt, Allah hat von den Gläubigen ihr Leben erkauft und wenn sie töten und getötet werden, kommen sie ins Paradies. Und was wartet im Paradies auf die? Wissen Sie es? 72 Jungfrauen. Ja? Erstens, Sie haben es wahrscheinlich nicht gelesen. Zweitens, Sie nehmen es nicht als wörtlichen Befehl für sich. Sie lieben ihr Leben und Sie haben anderes zu tun, als sich irgendwo in die Luft zu sprengen. Aber diejenigen Moslems, die das lesen und verinnerlichen und dann auch radikalisiert werden von anderen in Moscheen vielfach, ja, von radikalen Imamen, die machen es dann irgendwann. Einer von diesen Terroristen war Mohammed Atta. Der hat in Hamburg studiert, der hat Architektur studiert, der hat so ein Leben gehabt in unserem schönen Deutschland. Aber er war fanatisiert durch Moscheen. Der war in Hamburg in der Al-Aqsa-Moschee und er hat sich auch in Krefeld in der Moschee radikalisieren lassen. Dann ist er zu Osama Bin Laden nach Afghanistan, hat dort eine Terrorausbildung gemacht und dann haben sie den bisher schlimmsten Terroranschlag der Geschichte gemacht. Am 11. September wurden 3000 Amerikaner pulverisiert. Haben Sie die Bilder gesehen vom 11. September? Wir schauen sie uns jetzt an. Wir schauen sie uns jetzt gemeinsam an und in diesem Video vom 11. September sind die Koranverse eingeblendet, nach denen sich die Terroristen orientiert haben. So, jeder Imam sagt ihm, dass sie nicht töten sollen. Warum soll sich ein Student ausklären? Im Koran stehen an 27 Stellen direkte Tötungsbefehle. Tötet die Ungläubigen, wo immer ihr sie findet. Sure 9, Vers 5, das ist der bekannte Schwertvers. Und wenn die heiligen Monate abgelaufen sind, ja, dann tötet die Götzendiener, wo immer sie findet. Ergreift sie, belagert sie, lauert ihnen aus jedem Hinterhalt auf. Das ist eine Kriegsanleitung. Ja. Sehr, sehr viele Verse des Korans sind Anleitungen zu Krieg, Kampf, Terror, Töten. Schauen Sie, Sie haben vielleicht eine friedliche Einstellung. Das ist gut so. Aber ich kann Ihnen eins sagen, das hat nichts mit friedlich zu tun. Da wird das Köpfen befohlen, da wird das Töten befohlen. Und da wird auch noch gesagt, nicht ihr habt getötet, sondern Allah hat getötet. Weiter. Wir sehen hier von diesen Bildern, wo vorhin einer gemeint hat, die sind gestellt, da ist gar nichts gestellt. Die sind fanatisch. Die haben den Koran in der einen Waffe, in den Koran in der einen Hand und in der anderen Hand haben sie Waffen.
das ist genau das. Das fließt ja aus diesen Worten, fließt es in den Kopf und dann ist der Finger an der Waffe. Das ist ja eine tickende Zeitbombe. Wir müssen endlich dahin kommen, dass wir sagen, diese Tötungsbefehle im Koran, die ausgeführt werden, tausendfach, hunderttausendfach, die müssen als ungültig erklärt werden. Da müssen Sie doch mitmachen können, oder? Die Tötungsbefehle für ungültig erklären. Das da ist nicht der Islam. Das ist nicht der Islam. Bullshit. Also wie kann man denn da noch wegschauen? Hier, solche Sachen. Er ist es, der seinen Gesandten mit der Führung und der wahren Religion geschickt hat, auf das er sich über jede andere Religion schicken lasse. Im Murzi-Ruf heißt es, ich bezeuge, Allah ist der einzige Gott und Mohammed sein Prophet. Das ist genau die Aussage hier, über alle anderen Religionen siegen. Und das wollte Imam Idris im schönen Penzberg jetzt ertönen lassen. Ja, die ich bezeuge, Allah ist der einzige Gott und Mohammed sein Prophet. Leute, ich bin stolz auf jeden Penzberger, der im Rathaus angerufen hat und gesagt hat, wir sind dagegen. Sodass der Bürgermeister Sebastian Klopp dann gesagt hat, Imam Idris, lassen Sie es bleiben. Hier ist eine große Aufregung. Hier ist die Hölle los. Die Penzberger wollen das nicht. Gott sei Dank. Gott sei Dank gibt es hier noch Bürger. Ja, ja, danke, danke, wirklich. Und ich weiß, es ist schwer. Vorhin in der Pause waren ein Haufen Leute hinter dem Bus bei mir und haben mir gedankt und haben gesagt, sie können sich hier vorne nicht zeigen, weil sie sonst Ärger kriegen von der Stadt oder von dem Unternehmen, wo sie arbeiten. Es ist ein unglaublicher Druck hier auf alle Leute, die die Wahrheit aussprechen. Man darf heutzutage nicht mehr die Wahrheit über die Gefahr des politischen Islams aussprechen. Was ist denn mit Bullshit? Ja? Überleg dir, was falsch ist. Das sind die Fakten, guter Mann. Wenn Sie eine andere Meinung haben, ist ja gut, aber beleidigen Sie nicht andere, die sich seit 20 Jahren damit beschäftigen. Ich glaube... Du kannst deine Meinung sagen. Was ist falsch? Was ist falsch hier? Du hast das Mikrofon, du kannst reden. Da kommt nichts. Ne? Nur Bullshit. Nur Beleidigung. Leute, ja, ihr kommt nicht weiter, wenn ihr beleidigt, wenn ihr euch aufregt. Öffnet die Augen. Schaut euch an, was für eine Gefahr vom politischen Islam ausgeht. Schaut an, wie es in der Realität sich auswirkt. Schaut an, was alles passiert in Deutschland. Vergewaltigungen, Messerstechereien, Terroranschläge. Ja? Wir haben es bereits in Deutschland. Breitscheidplatz, Terroranschlag an Weihnachten 2016 mit 12 Toten und 50 Verletzten. Ja, ein Moslem, der genau nach diesen Tötungsbefehlen gehandelt hat. In Berlin hat vor kurzem ein irakischer Moslem ein Auto genommen, hat Jagd auf Motorradfahrer gemacht. Hat drei Leute umgefahren. Ja, was heißt der Quack, Quack, Quack? Der hat seinen Gebetsteppich ausgerollt und hat zu Allah gebetet, nachdem er aus seinem demolierten Auto ausgestiegen ist. Der hat Allahu Akbar gerufen. Allah ist der Allergrößte. Ja, der hat auf seinem Gebetsteppich gebetet. Ja, das ist alles Terror im Namen des politischen Islams. Bullshit. Er sagt Bullshit. Ich muss ins Krankenhaus gehen? Das hat mir Imam Idris auch gesagt. Das hat mir Imam Idris auch gesagt. Ich soll ins Krankenhaus gehen, ich wäre krank. Ja. Total falsch. Ja, okay. Was ist falsch? Welcher Koranvers stimmt nicht? Holen Sie mir den Koran und weisen Sie mir nach, dass hier irgendwas nicht stimmt. Da gibt es keine Auslegung. Töten Sie, dann töten Sie. Schlagt die Frauen, dann schlagt die Frauen. Ja. Was? Wer sagt das? Peitscht Homosexuelle aus mit 100 Peitschenhieben. Das wird ausgeführt in islamischen Ländern. Und der ganze Terror. Ich sag's euch ganz, ganz offen. Wir haben in Deutschland... Was? Ich soll Frauen schlagen auf Islam und wenn ich getötet bin, kriege ich Jugendwort. Was ist das für eine Logik? Auslegung. Das ist der politische Islam? Nein. Sure 4, Vers 34. Die Frauen, deren Widerspenstigkeit ihr befürchtet, ermahnt sie, meidet sie im Ehebett und schlagt sie. So steht es wörtlich im Koran. Ja, wenn du im Dschihad hörst, wenn... Nein. Der Dschihad sagt... Muss ich mich jetzt in die Luft springen?
wenn Moslems glauben, dass die Ausbreitung des Islams eingeschränkt wird, ne, dann kann es zum Dschihad kommen. Ne? Also, die darfst du, da hast du ewige Sexfreuden. So wird's. Ja, das ist die Belohnung. Das ist die Belohnung im politischen Islam. So hat Mohammed eine Armee von todesverachtenden Kämpfern herangezogen. Er hat ihnen versprochen. Sie sagen, es ist Blödsinn. Ja? Ja? Würde ich auch sagen. Aber leider Gottes ist es Tatsache im politischen Islam. Glauben Sie denn, warum jagen sich Menschen mit Flugzeugen in Wolkenkratzer? Haben Sie sich schon mal überlegt, warum Moslems sich in Flugzeuge reinsetzen und in Wolkenkratzer reinjagen und sich dabei töten und andere töten? Ja? Es war anders, oder? Es war anders. Es ist alles anders. Ne? Im Koran steht es anders drin. 9/11 war ganz anders. Ne? Leute, mit dem Negieren der Realität. Ja? Ich merke, Sie werden langsam ein bisschen immer aufgebrachter. Ja, Gott sei Dank machst du es nicht. Aber tausende andere machen es. Ja? Berlin, Brüssel, Paris. Sag nicht Vollidiot. Pass auf. Du bewegst dich gerade jetzt an der roten Linie über Scheiße. Also, ich sag's nochmal. Wir akzeptieren nicht, dass in Paris fanatische Moslems ins Bataclan reingehen und dort 100 Menschen abknallen. Wir akzeptieren es nicht, dass in Mumbai 200 Menschen abgeknallt wurden von 10 pakistanischen Moslems, die gedrillt wurden mit den Koranversen, tötet sie, wo immer sie findet. Mein Chef, Ralf Burkay, ein Münchner, war unter den Toten. Vizepräsident des TSV 1860 München, Schatzmeister der Münchner CSU, Chef des Bayern-Journals. Ja? Er ist auf dem Konto der Tötungsbefehle. In Neuseeland, ja? Der Mörder von der Moschee in Christchurch, ja? konnte nicht als Christ das machen. Das war jemand, der Rache geübt hat für die hunderten islamischen Terroranschläge. Der hat auf seinen Waffen draufstehen, Rache für Berlin, Rache für Stockholm, Rache für Paris, Rache für New York, Rache für Brüssel. Das ist am Fließband Terror. Leute, wenn wir die Augen aufmachen. Neuseeland war auch Terror. Das war schlimm. Da bin ich der Erste, der sagt, das ist, was wir machen, ist die Aufklärung über die Motive des Terrors. Dieser Terrorist von Christchurch, ja, der hat aus Rache gehandelt, das war nicht mit der christlichen... Nein, sagen wir doch gar nicht. Wir verurteilen jede Gewalt, jeden Terror, jedes Töten. Wir haben uns aber zur Aufgabe gesetzt, und das machen wir so lange, bis das Ziel erreicht ist, dass die Grundlagen für den Terror beseitigt werden. Und das sind die Tötungsbefehle des Korans. Noch mehr von diesen Tötungsbefehlen. Und wir werden jetzt zeigen, wie der 11. September mit dem Koran zu tun hat. Und hier haben wir Gesichter der Opfer vom Berliner Breitscheidplatz und umgebrachte Menschen in Deutschland durch den politischen Islam. Und wir sagen, all diese Toten mahnen uns, dass wir dazu beitragen, die Ursachen für den Terror zu beseitigen. Warum regen Sie sich eigentlich so auf? Sie müssen auch dafür sein, dass die Tötungsbefehle für unwirksam erklärt werden. Was ist da so schlimm? Also, dann machen wir es doch. Machen wir es doch und sagen, die Tötungsbefehle des Korans werden wir für unwirksam erklären. Wir werden den politischen Islam verbieten, die Scharia verbieten. Dann ist alles gut. Dann können wir miteinander... Warum? Wissen Sie, was dann passiert? Dann kommen die ganzen Christen, wie damals in Neuseeland, und ballern wiederum. Weil sie sagen, ja, aber ihr habt so Hunderttausende von Menschen getötet damals. Genau das passiert. Das passiert eben nicht, weil Christen Nächstenliebend sind und sogar Feinde sind. Mit Jesus, warum lachen Sie da? Warum lachen Sie?
erwarten Sie da? Sie kennen doch Jesus, oder? Soll ich Ihnen den Unterschied zwischen Jesus und Mohammed erklären? Jesus ließ sich ermorden, Mohammed ließ morden. Das ist der Unterschied. Ja? Und Jesus kam übrigens auch, Sie kennen diese Geschichte, er kam zu einer Steinigung. Kennt ihr die Geschichte? Jesus kam zu einer Steinigung. Da standen sie da und wollten eine Frau steinigen, weil sie Ehebruch begangen hat. Was hat er gesagt? Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Fantastisch. Die Leute haben ihre Steine fallen lassen, sind betröppelt nach Hause gegangen. Was hat Mohammed gemacht in der gleichen Situation? Eine Frau, die Ehebruch begangen hat, ließ er steinigen. Er ließ sie bis zum Boden eingraben, bis zur Hüfte und ließ sie steinigen. Und die Steine sollten auch nicht zu groß sein, dass sie lange leidet für diese Sünde, dass sie ihren Mann betrogen hat. Leute, das sind alles Fakten. Wenn ihr euch wundert, warum in Paris zwei algerische Moslems in die Redaktion von Charlie Hebdo reingerannt sind und dort 11 Redakteure abgeknallt haben, nur weil sie Mohammed-Karikaturen veröffentlicht haben, dann liegt das auch in der Tradition des Propheten Mohammed, der damals schon Kritiker töten ließ. Der Prophet Mohammed hat 12 Kritiker, das ist genau namentlich ist das aufgelistet. Ja? Eine ältere Frau, die hat Spottverse über Mohammed geschrieben, die wurde auf Befehl Mohammeds mit einem Seil an ein Kamel gebunden, was in der Richtung stand. Und mit einem Seil am anderen Bein mit einem Kamel verbunden, was in der anderen Richtung stand. Sie können sich vorstellen, was passiert ist. Sie können sich vorstellen, ne? Die Kamele wurden in entgegengesetzter Richtung auseinandergetrieben, die Frau hat sie in der Mitte zerrissen. Ist alles dokumentiert in der Geschichtsschreibung des Lebens des Propheten Mohammed. Seitdem laufen Menschen wirklich unter Lebensgefahr, wenn sie den Propheten Mohammed beleidigen. In Köln wurden Mohammed-Karikaturen gezeigt bei einer Demonstration von Pro Köln, einer islamkritischen Partei in Köln. Dann waren 4 Moslems im Auto schon unterwegs zu seinem Haus in Leverkusen und wollten ihn töten. Markus Beisig, den Chef von Pro Köln, weil er Karikaturen gezeigt hat. Leute, die Ursache, der Quell für diesen Hass, für dieses Töten, für diesen Terror, ist leider Gottes im Koran. Und deswegen sagen wir, es muss für ungültig erklärt werden. Da verstehe ich überhaupt nicht, dass sich da manche so aufregen. Ja? Es ist doch ganz logisch. Ja, ein verrückter Killer. Ja? Was hatte der für eine Ideologie? Was hatte der für eine Ideologie? Ja? Der hat keine Ideologie gehabt, die aus einem religiösen Buch kommt. Mit der christlichen Religion kannst du kein Töten und kein Terror legitimieren. Ja? Das war ein irrer Terrorist. Kein einziger Christenmord. Natürlich gibt es auch Christen, die töten. Aber die machen es nicht aufgrund der Religion. Die halten nicht die Bibel hoch und rufen, Jesus Christus ist größer und rennen töten drum. Das gibt es nicht. Kein einziger Christ kann das machen, weil Jesus Christus, ja, hat den Gewaltverzicht gepredigt. Haltet auch noch die andere Wange hin, wenn ihr geschlagen werdet. Ein Pazifist. Ja. Das komplette Gegenteil ist leider Gottes Mohammed gewesen. Mohammed hat Kriege geführt. Mohammed hat eigenhändig getötet. Er hat befohlen, andere töten zu lassen. Und nach seinem Tode begann der größte Kriegszug der Geschichte. Von Saudi-Arabien aus sind die todesverachtenden Heere durch Nordafrika durchgepflügt und haben christliche Länder wie Ägypten, Syrien, Irak, alles am christlich, erobert und islamisiert. Dann haben sie Spanien erobert. Waren 800 Jahre lang haben sie Spanien dominiert, ja, und haben da ihre islamische Herrschaft ausgeübt. Bis dann die Spanier den Islam rausgeschmissen haben, die Reconquista gemacht haben, das feiern sie jedes Jahr, ja, den Rauswurf des Islams, der sie unterdrückt hat und grausam hier. Ja, was ist? Wenn Muslim was macht, heißt es wegen der Religion, oder was? Sie halten den Koran hoch. Sie haben ihre Tötungsbefehle. Ja? Und sie rufen Allahu Akbar. Was gibt es denn noch für Beweise, ja? dass das Ganze hier motiviert ist durch den Dschihad, den Heiligen Krieg? Leute, ihr müsst euch wirklich damit, bitte? Die Mittlerweile sind viel schlimme Dinge abgelaufen. Da haben viele Päpste, Kardinäle, Bischöfe, haben machtgeile Sachen gemacht, weil sie persönliche Interessen hatten. Die konnten sich aber nicht auf Jesus berufen, nicht aufs Neue Testament. Das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied. Ja?
So. Und jetzt werden wir uns gleich das Video vom 11. September anschauen. Und da sind Koranverse eingeblendet, die genau das fordern, was wir auf den Bildern sehen, auf den Filmaufnahmen. Sie werden sehen, dass die Apokalypse vom 11. September in New York exakt in Befehlen im Koran genauso gefordert wird.